Alles gut da draußen? Na klar. Dip. Das musste gesagt werden. Mornings. Wunderschönen guten Tag in der Hot Cuisine. Ich habe tatsächlich gestern Abend im Stream haben wir geguckt, was es gibt auf chefkoch.de. Und irgendjemand meint, dann guckt auch mal bei Hensler. Den habe ich auch auf Instagram. Hensler schnelle Nummer. Sieht auch immer ganz geil aus. Und da war tatsächlich Avocado-Pommes. Alles gut da draußen? Na klar. Also, Avocado. Dann diese Chili-Styles. Brauche ich eh nicht zu viel, sonst pfeift mir der Kessel wieder. Dann Kichererbs mit Schuss Wasser. Creme fraiche. Sojasauce. Dann Sesamöl geröstet. Das Sesamöl. Schnittlauch. Dip. Ein halbes Stück Peperoni oder Chili, Zitrone, Salz, Pfeffer, dies, das. Die sagen, man kann es in der Pfanne machen oder halt im Topf so richtig fritteusenmäßig. In Rapsöl. Ich würde sagen, wir machen es im Topf. Ich habe jetzt nicht die weißen Dinger genommen, weil ihr wisst ja, wir machen Pommes. Na klar. Matschig, ja, aber für Pommes schlecht. Für Pommes schlecht. Wir machen ja die Pommes aus den Avocados. Bedeutet, für Pommes schlecht. Habe ich schon gesagt, für Pommes schlecht. So, ne? Wir müssen ja so ein bisschen in Mehl und so wälzen. Also für Pommes schlecht. Was ich euch noch mitteilen wollte, für Pommes schlecht. Na klar. Ey, da musst du wirklich voll mit Schmackes reingehen, ne? Aber ihr seht, ich habe nie was anderes getan. Ich habe einfach nie was anderes gemacht. Ich war damals schon vor 10 Jahren, als ich der Hauptavocado-Schäler auf dem Schulhof. Leute, es ist sehr tiefsinnig und es ist auch das im aktuellen Weltgeschehen und so. Eigentlich redet man darüber nicht. Und wahrscheinlich weiß auch nicht, ob Twitch das gern sieht, wenn wir darüber reden. Aber ich muss es jetzt loswerden. Ich muss einfach loswerden, weil wir so offen sind miteinander. So, ja, ich komme auch näher. Leute, ich weiß gar nicht, wie ich es ansprechen soll. Aber reife, weiche Avocados, die sind einfach nichts für Pommes. Das musste gesagt werden. Na klar. Digga. Ich spreche gleich Uri Geller-mäßig den Löffel. Also Creme Fraiche, nein. Sesamöl geröstet. Sojasauce 2. Ist auch mein First Time frittieren, ne? Leute, ihr bleibt gesund. Das ist wichtig. Na klar. Schönen Abend euch noch.